Ah, da steht noch Klopapier rum. Den Eimer kann man nicht mitnehmen. Dead Logic. So, müssen wir kurz mal da reingucken. Elektroschrott. Arkbogen, Heiltrank, Metallschrott. Die Kiste kann man nicht aufmachen, finde ich schade. Sieht mir aber irgendwie aus wie ein so verlassener Posten. Ne? Hier war auf jeden Fall mal wer. Vor langer, langer Zeit. Ah, was sind wir da? Mana. Leiter benutzen. Klack, 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 klack. So. Schaut mir zu lang. Nennt mich ungeduldig, aber es tut mir sicher. So, speichere ich mal wieder. Wir müssen eh die Richtung. Also grob. Aha. Aha, komisches Viech. Warte mal, einmal nachgeladen ist. Auch nachgeladen, perfekt. Wenn wir jetzt 0 drücken. Ah, was steht denn wieder rausgerissen? Das ist mit dem Schild, finde ich, ein bisschen komisch. Da ist der Kleine, der ist knuffig. Ja, gut, das war jetzt ein. Also haben wir ein bisschen anderen Dings gesehen. Ein bisschen andere Richtung. Vielleicht einen anderen Weg mal. Was ich toll finden würde, wäre, wenn die Karte verdeckt wäre, man nur das sehen würde, wo wir schon waren. Jimmy? Was? Mein Kater war uns gerade. So. Ich weiß nicht, was der hat. Jimmy? Ja. Brauchst du Streicheleinheit, du Wurschtel? Jetzt kann ich immer runterkommen. Wenn ich hier am Spielen bin. Wo ist er? Sieh ihn nicht? Wo ist Katze? Egal. Katze findet man von alleine wieder her. So, jetzt gehen wir erstmal zu Akira. Toriyama. Und berichten ihr davon, dass der tot ist. Oder wir sagen es dem anderen erstmal. Diesem Warlord der Greyhem. Ich bin gespannt, was der davon hält. Frame Drop. Na, du Arschzwirbler. Stormson lebt noch. Ist er tot? Unmöglich. Meine Männer hatten klare Anweisungen. Wo stecken sie überhaupt? Sie müssten längst zurück sein. Sie haben es nicht geschafft. Was? Wie konnten sie zulassen, dass er sich meinem Urteil entziehen kann? Du wirst mir seinen Kopf bringen. Nö. Er ist verantwortlich für ihren Tod und soll mit Blut bezahlen. Nö, sehe ich gar nicht ein. Such dir jemand anderes für deine Drecksarbeit. Bist du etwa nicht Manns genug für diese Aufgabe? Ja, kannst mir mal. Du hast wohl Angst, dass du das Schicksal meiner Männer teilst. Nö. Nein. Ich sehe nur keinen Sinn in diesem Auftrag. Er hat unsere Gemeinschaft nachhaltig geschwächt. Das ist nicht hinnehmbar. Vielleicht wird er noch mehr unserer Männer töten. Er muss gefunden werden. Also nimm dich der Sache an. Nö, mach ich nicht. Kannst du knicken. Warum sollte ich? Nur weil er mal andere Ideen hatte. Und ich so ein Idiot war wie du. Verdammte Technik. Wir gehen den Weg da lang. Bisschen entspannter. Jetzt hopp, renn mal. War nicht immer so ewig. Drück mir den Shift-Taste, dass er rennt und dann braucht er wieder Ewigkeiten. Ich bin mal gespannt, wenn da ein paar Updates noch rauskommen. Aber grafisch so an sich bis jetzt läuft's gut. Wir machen hier auf jeden Fall ein paar Aufgaben und ich denke, das wird dann auch nicht ganz verkehrt sein, alles ist so Ausdauer wieder. So. So, Akira Toriyama. Halt, da ist er doch. Akira. Stormson ist dem Eisenclan entkommen. Stormson ist dem Eisenclan entkommen. Das sind gute Neuigkeiten. Aber ich befürchte, dass Angrim ihn jetzt jagen lassen wird. Wo immer er auch stecken mag. Ich hoffe, er ist vor dem Clan in Sicherheit. Solltest du auf ihn stoßen, warne ihn vor. Mir liegt viel daran, dass er wohl auf ist.
Weißt du, wohin er geflohen sein könnte? Naja, da er schon immer einen Narren an der Technik der Kleriker gefressen hat, solltest du dich bei ihnen einmal umsehen. Okay. Ist hier jetzt noch aktiv, die Quest? Technik. Angrim will Thompson tot sehen. Ich soll mich darum kümmern. Okay, dann wählen wir das mal aus, aber ja. Sollen wir das zu Angrim gehen? Verstehe nicht. Sollen wir uns bei den Klerikern umschauen? Aber den war man ja schon. Also von einer ganzen Weile. Gut, okay, da wussten wir. Von dem Stormson. Doch. Da dämmert mir was. Wartet mal, da war doch einer bei den. Recht und Ordnung müssen gewahrt bleiben. Wartet mal. Hör auf damit! Schnauze, Junge. War hier nicht ein Stormson bei denen? Ich meine, da wäre ein Stormson bei denen gewesen. Legt mich aber nicht fest, ne? Ich meine, hier wäre ein Stormson. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Gibt's was Neues bei dir? Weitergehen! Okay, heißt mal nein. Geht's bei dir was? Keine Zeit. Okay. Geht's bei dir was? Da bist du ja. Ich habe gute Neuigkeiten. Meine Leute haben ein Geschäft aufgetan, das alte um ein Vielfaches in den Schatten stellt. Angeblich geht es um den Prototyp einer neuartigen Rüstung oder sowas. Genau weiß ich das nicht. Alles, was sie verlangen, ist eine weitere Anzahlung des Vertrauens. Das letzte Mal jetzt aber. Gut, aber das ist das letzte Mal. Es gibt keinen Grund, misstrauisch zu werden. Doch. Das ist ein todsicheres Ding. Du kennst ja das Prozedere. Ich werde ein paar Stunden brauchen, um das Geschäft abzuwickeln. Wir sehen uns morgen. Der wird uns eh nur verarschen. Aber wir spielen das Spielchen mal mit. Mich wissen, was rauskommt. Warte mal. Die waren da drüben, meines Wissens nach. So, jetzt da lang, hopp, renn mein Kind. Ich meine, hier wären Stormson gewesen. Gallop, Berserkerin, Rorik, nee. Hau ab, mit Alpsympathisanten will ich nichts zu tun mi, haben. Mimi. Nein, gerade nicht. Jetzt nicht. Ach, Rorik, du Schwuchtel. Keine Zeit. Ich habe gerade keine Zeit. Bei den Klerikern, oder wirklich direkt bei denen? Das wäre hier dann. Ne? Schauen wir mal nach. Mal kurz ins Logbuch schauen. Ach, das war das. Nö. Seine Waffe verloren. Da kann ich mich mal. Ich glaube, weiter reingehen sollen. Ah, oh, das hier reflektiert immer so blöd. Das doofe Schild. Mach mal jetzt weg. Das nervt nämlich. Hallo. Weitergehen. Ach, ich habe zu tun. Ach du bist ein Penner, mehr nicht. Mr. Robo 1 bis 5. Ich weiß nicht, ob hier einer. Ich meine aber, ich habe den Namen irgendwo gehört, diese Anne oder Anna. Die hätte auch noch die eine Aufgabe von uns mal nicht erledigen können, weil die Viecher nicht mal vorbeikommen. Okay, ich glaube auch was anderes. Hey, dann. Das ist. Ach doch, da ist Stormson. Guck mal. Hatte ich doch nicht so unrecht mit meinem Gedanken.
Hallo, rennst du mal? Danke. Ich wusste den Namen habe ich schon mal gehört. Ach, dann war das der Typ da drin. Ah. Hier hast du dich also versteckt. Sag jetzt nicht, dass du einer von Angrims Handlangern bist. Ich hab genug von ihm und diesem verfluchten Gesetz. Wie konntest du fliehen? Ich hatte Hilfe. Eine Truppe Kleriker hat unseren Weg gekreuzt. Angrims Männer ertrugen ihren Anblick nicht. Aber ihre Äxte haben den Kürzeren gezogen. Mich haben sie dann mitgenommen. Immerhin habe ich mich während des Kampfes auf ihre Seite geschlagen. Aber was machst du jetzt hier? Was hast du vor? Ich lasse dich am Leben. Nichts. Ich lasse dich am Leben. Du umrundest die halbe Welt, nur um mir zu sagen, dass du mich am Leben lässt? Ja. Ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Willst du, dass ich es mir anders überlege? Dir ist es also ernst. Gut, ich vertraue dir. Aber tu mir noch einen Gefallen. Wenn du wieder auf Akira triffst, sag ihr, dass es mir hier gut geht. Sie war mir immer eine treue Freundin und meinte es stets gut mit mir. Nö, mir riecht es ja so aus. Ich werde es ihr ausrichten. Danke, Mann. Ich hätte nicht erwartet, dass du mich am Leben lässt. Wenn du Akira triffst, sag ihr, sie soll dir meine alten Sachen geben. Nach Goliath setze ich keinen Fuß mehr. Da kannst du ruhig meinen Krempel haben. Was geht bei dir, Wolf? Eli sagt, dass er dich kennt. Mich kennen? Von wegen. Bespuckt hat der Kerl mich, nur weil er meinte, ich hätte ihn schief angeguckt, als sie ihn ins Loch gesteckt haben. Egal, welche Geschichte er dir aufgetischt hat. Lass dich nicht einwickeln. Naja, wir können nichts mehr abbauen, finde ich schade. Ich gedacht, da kommt vielleicht schon von Zeit zu Zeit mal wieder ein bisschen was zum Vorschein. Wolf ist am Futtern, okay, dann reden wir jetzt mit ihr. Müssen wir wieder zurück nach Dingens hier, Ragnar, Onir. Wo ist denn die Tante eigentlich optimalerweise? Hakon, Alrik. Born, warte mal. Ist jetzt Berserker, Töte Stormsen. Nö, möchte ich nicht. Kann ruhig leben bleiben. Dann müssen wir Akira erstmal suchen. Akira Toriyama. Ich weiß, ja, ist nicht so. Hat auch wenig mit dem zu tun, aber trotzdem. Ich mache mir dann Spaß draus. So, dann müssen wir uns zu Akira. Ich meine, wir waren nicht hier unten irgendwo gewesen. Hat die sich nicht immer hier rumgetrieben? Hier in der Nähe war doch ihr Haus, ne? Ach, da ist sie. Hi. Thompson lebt und ist in Sicherheit. Stormson lebt und ist in Sicherheit. Sag ich doch. Er hat es also geschafft? Ja. Das beruhigt mich. Ja. Er hatte Hilfe von den Klerikern. Ich kann nicht sagen, dass ich den Klerikern etwas Gutes abgewinnen kann. Aber solange er zufrieden ist, bin ich es auch. Er sagte, du sollst mir seine alten Sachen geben. Du bist witzig. Er besaß ja kaum etwas. Und das, was er hatte, haben sich die anderen schon unter den Nagel gerissen. Aber seine restlichen Splitter konnte ich vor ihren Augen verbergen. Hier. Dankeschön. Ich muss mich wieder um meine Kräuter kümmern. Okay, mach das, Baby. So, dann gehen wir mal zu Ornia und checken ab, was da geht. Da kann ich mir ein paar Level sammeln. Wer bist du? Werker? Keine Zeit. Achso, ein Werker. Achso. Wache. Nee, das wird Diebstahl. Das machen wir natürlich nicht. Als würde mir jemand was klauen. So, dann speichere ich mal noch mal kurz. Zip. Ach so, in dem anderen sagen wir auch noch kurz, dass er sich ins Knie ficken soll. Stimmt, ganz vergessen. Ah, der da. Boah, nee. Ich hab zu tun. Hä? Diese Konverter sind unmenschlich. Gut, wenn sie stillgelegt sind. Ich glaube, wir haben eine andere Aufgabe mit ihm, deswegen können wir gerade da nichts machen. Ja gut, okay. Onia ist kaputt. Alrik? Bring mir etwas bei, genau. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Lernpunkte. Ah ja, klauen. Man klaut nur zweimal. Waffen aufrüsten. Hammer. Goldschmied. Fehlt uns noch Intelligenz und Sockel einsetzen. Ah, das können wir mal machen. Ja.
Schlösser knacken wäre toll. Brauchen wir aber noch Intelligenz auf Level 3. Oh, verdammte Technik. Auf 30 meine ich. So, übernehmen. Hey, hey, Homie, warte. Alrik. Was beibringen. Bring mir etwas bei. Ja. Wie du willst. Okay. Schlösser knacken wäre toll. Ja. Dankeschön. So, ich muss dann los. Okay, tschüss. Und dann müssen wir irgendwie Raritäten ja sammeln, stimmt ja. Wen gibt's hier noch? Harkon. Ich renn mal hier durch einfach. Achso, das ist die Kneipe. Okay, da macht's nichts aus. Harkon. Wer war Harkon nochmal? Boah, Leute, ist echt so ewig her. Es tut mir echt leid, wenn ich hier gerade nochmal ein bisschen überlegen will, da rumlaufen und hier falsche Wege laufen. Also, müssen wir ein bisschen Rücksicht nehmen. Wir werden allerdings auch gleich einen Cut setzen. Ich will das Ganze wirklich rendern und heute noch rausklatschen. Reicht es zeitlich? Ja, könnt ihr hinhauen. So. Abkürzen. Hallo, Falk. Wie sieht's aus bei dir? Schwer zu sagen. Ich denke noch einmal darüber nach. Okay. Ich wollte ihn nicht. Ende. So, speichern. Und bevor wir jetzt mit Harkon reden, sehen wir uns jetzt wieder bei Elex. So, ja, machen es meine Ehre, mit den Spielern zu dürfen und ich bin froh, dass ich wieder aufnehmen kann. Das ist ein schöner Ausgleich für mich. Und auch hier geht es weiter. Es ist zwar manchmal schwer, aber ich gebe nicht auf. Ich gucke dann, dass ich andere Wege finde, Lösungen zu finden, stärker zu werden. Und wenn ich wie in South Park in World of Warcraft mit Erfolge eine Ewigkeit dranhock und nur Wildschweine abschlacht im übertragenen Sinne. Wir schaffen das. Bis dahin und auf Wiedersehen. Tschüss. So, sehr gerne mal noch nicht. Herzlich willkommen zurück am Stück bei Elex. Ich wollte schon sagen, King, das war mal nur, aber falsches Spiel. Ja. Wir waren da stehen geblieben, dass wir mit Harkon reden wollten. Hallo, Harkon. Ah, schon wieder ein neues Gesicht in der Stadt. Auf der Flucht vor diesen von Elex mutierten Alps. Ich sag dir, es wird langsam Zeit, sie auszurotten, wenn du mich fragst. Ich bin ein Alp, ist doof. Du redest von Völkermord. Im Grunde ja. Du redest von Völkermord? So eine dumme Frage. Diese verdammten Bastarde bauen ihre Konverter in unser Land. Sie verpesten unseren Boden. Und sie töten unsere Leute. Es ist an der Zeit, dass die Nebelkrähen ausrücken, um zurückzuschlagen. Du bist offenbar ein ganz spezieller Freund der Alps. Wieso hast du dir Alps? Bring mir etwas bei. Fragen wir es mal nach. Wieso hast du die Alps so sehr? Warum? Ganz einfach. Die Alps sind so voller Elex, dass von ihrer Menschlichkeit nichts mehr übrig ist. Ja, das stimmt. Und Elex steht gegen alles, wofür wir stehen. Das sieht man schon an ihren Konvertern. Wie emotionslos muss man geworden sein, um eine Maschine zu entwerfen, die Menschen, Tieren und Pflanzen ihr Elex entzieht. Die Alps zerstören die Natur. Das können wir nicht zulassen. Sie müssen alle sterben. Ihre Mutantenbrut eingeschlossen. Ah ja. Für mich hört sich es fast so an, als würdest du die Alps und ihre Macht beneiden. Das stimmt jetzt nicht ganz. Du bist offenbar ein ganz spezieller Freund der Alps. Ja. Du bist offenbar ein ganz spezieller Freund der Alps. Wundert dich das? Die verdammten Blasshäute haben erst vor kurzem einige meiner Nebelkrähen überfallen. Sie haben sie alle umgebracht. Keiner meiner Männer hat den Angriff überlebt. Und jetzt muss ich zusehen, wo ich neue Leute herkriege, um diese Alps zu finden. Du willst Alps jagen? Du willst Alps jagen? Offensichtlich hast du ein gewisses Interesse daran. Meldest du dich etwa freiwillig nach ihnen zu suchen? Wem dem so wäre? Können wir das? Wenn ich das tue, dann nicht für einen Hungerlohn. Warum glaubst du, dass ich in dieser Angelegenheit mit mir handeln lasse? Weil es einen Unterschied macht, ob man Pestratten jagt oder Alps. Na schön. Hört sich an, als verstehst du dein Handwerk. Also, pass auf. Als meine Männer überfallen wurden, haben scheinbar einige Kreaturen ihre Leichen herumgezerrt. Sodass jetzt nicht mehr ganz eindeutig ist, wo es passierte. Ich konnte den Bereich auf drei Orte eingrenzen, die sehr wahrscheinlich sind.
Solltest du da vorbeikommen und du findest tatsächlich einige Blasshäute, dann erledige sie sofort, bevor sie wieder abziehen. Je mehr wir von ihnen erledigen, umso sicherer wird unsere Stadt. Wo genau sollen wir verschwundene Männer suchen? Ja, fragen wir mal nach. Wo genau soll ich nach deinen verschwundenen Männern suchen? Wenn du am großen Aufzug den Weg ins Tal der Verbannten nimmst, kommst du in eine alte Ruinenstätte mit vielen größeren Ruinen. In diesen Ruinen könnten sie gewesen sein. Du solltest sie gründlich durchsuchen. Aber sei vorsichtig vor kriminellen Verbanden. Falls du meine Männer dort nicht findest, dann such die Ruinen am Roten Fluss ab. Möglicherweise hast du da Erfolg. Der Rote Fluss ist der Bereich westlich der Ruinenstätte. Okay. Gehst du auch, dass du es nicht umbringen möchtest? Noch kurz am Rande, wir werden heute auf jeden Fall ein bisschen länger aufnehmen, als mindestens 2 Stunden. Erstmal ein bisschen wieder was auf Kante kriegen langsam, ne? Okay. Wollte ich nur mal kurz gesagt haben zwischendurch. Gibt es auch etwas, das du nicht umbringen willst? Blöde Frage. Unsere Gründerväter wussten schon, dass man verflucht vorsichtig sein muss, wem man Vertrauen schenkt. Sie haben uns gelehrt, dass unser Eins keiner Versuchung nachgeben darf, die außerhalb unserer Mauern auf uns wartet. Und sie taten gut daran. Schließlich haben sie als Erste miterlebt, was für abartige Züge die Technik beinhaltet. Jeder, der einen Mutanten zu Gesicht bekommen hat, kann das nicht leugnen. Wenn wir schon die Option noch haben, klicken wir das auch noch an. Für mich hört es sich fast so an, als würdest du die Alps um ihre Macht beneiden. Pah! Ein voll ausgebildeter Alp-Commander oder gar ein Elexitor mag ja ein mächtiger Mann sein. Aber die wahre Macht findest du nur im Siegeswillen und im Kampfgeist. Du siehst jedenfalls nicht so aus, als hättest du die Kräfte eines Alp-Commanders, oder? Nein, aber mit der richtigen Menge Elex und der entsprechenden Ausrüstung. Wärst du nur ein weiterer Handlanger in der Reihe ihrer seelenlosen Marionetten. Was war das? Ach, egal. Lassen wir das. Kümmere dich besser um deine Kampfkraft. Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Krieg zu gewinnen. Ein starkes Schwert, unsere ebenfalls sehr effektive Kampfmagie und ein starker Wille werden dich voranbringen, Freundchen. Aber Spinnerei gehört eindeutig nicht dazu. Okay, bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Ja. Wir haben keine Lernpunkte mehr. Rüstung wäre toll, können wir aber noch nicht. Tiertrophäen, guter Esser, Rüstung haben wir jetzt. Giftresistenz, Frost, hätte man alles im Grunde. Was wir bräuchten, bräuchten nur noch Punkte, okay. Fulminant. So, was gibt's hier noch? Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Born, Aldrich, wir können zu Born gehen. Gucken, was der für uns hat. So, warte, falsche Tastenkombination wieder. Ach. Hier rennt man mit Shift, in anderen Story von uns rennt man mit einer anderen Taste. Und Shepek ist definitiv genervt worden. Das geht viel schneller leer. Guck mal, hui! Okay, jetzt nicht. Oder habe ich das nur verpeilt? Egal, wir reden jetzt noch mit ihm kurz. Hast du Aufgaben für uns, die machbar sind? Die Wühler sind tot, genau. Die Setzlingsfelder sind wieder sicher. Die Wühler sind tot. Sehr gut. Es spricht für dich, dass du uns zur Seite gestanden hast, ohne dass ich dich bitten musste. Dennoch war der Angriff eine böse Überraschung. Ich hätte auf Oryk hören sollen. Er hat mir schon vor Tagen berichtet, dass er etwas im Fels vermutet. Ich nehme an, ihm geht es gut? Sieht so aus. Wunderbar. Auf dich scheint Verlass zu sein. Hier hast du ein kleines Zeichen meiner Anerkennung. Danke nochmal, dass du uns beigestanden hast. Ich stehe jetzt mit den Setzlingsfeldern. Ja, fragen wir mal nach. Wie steht es um die Setzlingsfelder? Den Umständen entsprechend. Die meisten meiner Leute sind mit dem Schrecken davongekommen. Aber der Angriff hat uns ein weiteres Problem beschert. Die Mistviecher haben den Boden so durcheinander gebracht, dass unsere Setzlinge gefährdet sind. Ich werde nicht umhinkommen, alles von meinen Leuten abzuverlangen. Es gibt also Arbeit. Ja, da die Setzlinge jetzt besondere Fürsorge brauchen, fehlen mir die Kapazitäten zum Abernten der Heilwurzeln. Ich hoffe, du erklärst dich bereit dazu, diese Aufgabe zu übernehmen. Ohne die Heilwurzeln wird es nun schwer fallen, die Verwundeten ausreichend zu versorgen. Ja.
Ich kümmere mich um die Ernte der Heilwurzeln. Du packst die Dinge an, nur weiter so. Denk aber daran, dass mich nur die ausgewachsenen Exemplare interessieren. Die anderen taugen nicht einmal, um den Gestank aus den Stiefeln zu vertreiben. Wo kann man die ernten? Na, ist eine gute Frage. Wo kann ich die Heilwurzeln ernten? Sieh dich beim großen See oberhalb von Goliath um. Sie wachsen vereinzelt und sind leicht zu übersehen. Geht. Das können wir machen, ja. Ihr solltet die Heilwurzeln in der Nähe des Setzlingfeldes anpflanzen. Der Vorschlag ist nicht schlecht. Die Bedingungen zum Wachstum wären auch hier gegeben. Und wir würden einiges an Wegstrecke einsparen. Weißt du was? Dein Vorschlag gefällt mir. In Zukunft lässt sich da sicher etwas machen. Okay, was genau baut ihr an? Was genau baut ihr hier an? Was du hier siehst, sind die Setzlinge für unsere Weltenherzen. Die meisten der Setzlinge überleben den Wachstumsprozess nicht. Bis ein Setzling wirklich erste Anzeichen zeigt, dass aus ihm ein Weltenherz werden könnte, vergeht eine lange Zeit. Aber wenn du mehr über die Weltenherzen wissen willst, fragst du am besten jemand anderes. Wir sind hier nur für die Zucht und Pflege verantwortlich. Und bringen wir noch was bei. Bring mir etwas bei. Achso, wir gucken erstmal. Alles klar. Auf der Nutzstrahlungsresistenz überleben macht er. Okay, gut. Gut. Das war Map. Technik. Schnauze, Logbuch. Erntezeit, das würde ich gerne machen. Ausgewachsene Setzling, ausgewachsene Heilwurzeln. Kann man eigentlich da oben lang gehen? Kürz mal ein bisschen ab. Really? So. Hier scheint niemand zu sein. Gut, dann rennen wir jetzt mal. Und vorwärts. Warte mal, oberhalb des Sees. Ach, der See. Oh Gott, Kinders. Was zieht denn hier für ein Rauch durch? Komischer Nebel. Wer bist du? Ich habe gerade keine Zeit. Okay. Wer bist du? Ich hab zu tun. Okay. Du läufst aber nur rum, du trägst nichts. Naja, wir müssen auf jeden Fall erstmal jetzt die komischen Heilwurzeln da abernten, die 8 großen Stücken. Wahrscheinlich sind da auch noch Monster in der Nähe. So, ein Dreck, du. So, aktivieren wir mal unser Schild noch im gleichen Zuge. Weit weg ist es ja nicht, wir sind im Grunde schon da. Ich weiß nicht, ob mir hier gefallen soll. Was ist da vorne für ein Loch? Yo, ist okay! Fuck! Trink. Wie du willst. Verreck. Rexvieh. Ach ja, was man alles verbrennen kann, traumhaft. Wow, wach. Schlechte Erfahrungspunkte gerade mal für das Drecksvieh. Ernsthaft?
Achso, ich habe die letzte Ladung reingeballert. Warum sehe ich das jetzt nicht mehr? Alter! Was ist das für ein Loch da? Hm, guck mal! Monster-Boogie! Boah! Da haben wir noch Steaks. Kann ich da jetzt ran, ohne dass sie getötet wird? Gibt's hier noch was? Nee, leider nicht. Ful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 
Ist dann schön, was ich glaube, was ist da mal? Ich bis jetzt nichts gesammelt, großartiges. Reines Elix, pures Mana, Fangbein. Trophäe, Wert, das wäre natürlich für wild. Ist der das? Hornplatte. Schlachtfeder, Zahn, Elektrobank, Geld, Kreuz, Stöldruf, Brasslüfthammer. Irgendein Schrott, Öllampe. Klopapier. So, Anlage akzeptiert. Gut. Dann speichern wir kurz. Ich will eigentlich nur nachladen, geschwind. So, passt. Oh ne, den Marker macht er nicht weg, der Arsch. Yep, ab zur Schmiede, müssen von außen wieder laufen, ich kann es nicht ändern. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie anders hinkriegen, das Ganze. Also die Aufgabe habe ich jetzt gerade schon irgendwie hinbekommen. Hast mal immer so wenig Erfahrungspunkte gekriegt, für die Aufgaben so viel, das verstehe ich nicht, die Logik. Das ist mir etwas fremd, meine Kinder. Kann, dass man halt irgendwelche Leute Bescheid geben können, hey, kommt mal mit. Why? Because, it's ugly. Ne? Speichern wir nochmal kurz. Tja. Warum wird mir eigentlich nichts mehr angezeigt? Jetzt wird's wieder angezeigt. Waren da eigentlich nicht mal irgendwelche oder was? Nee, das war eine andere Stelle. Wir sind doch gerade von oben raus, nicht von unten. Auch hier waren mal welche. Da drüben ist die Brücke. Und das sind ja Freunde. Das heißt, wenn wir da hinlaufen und die uns helfen, sollte das theoretisch machbar alles sein. Ne? Wir sind auch deine Händler, da auf der Pisse wegen uns war, weil wir sie nicht angeditscht haben mit unserer Knarre oder mit unserer Achse, wo wir gerettet hatten. Da ist irgendwas Böses. Reicht schon, wenn da drüben böse sorgt. Geh weg, Mann. 8 Stück brauchen wir nur. Natürlich sind es exakt 8 und nicht irgendwie 10 oder so, dass wir uns irgendwo ein bisschen durchmogeln könnten. Das eine ist direkt unter uns? Ernsthaft? Speichern. Was ist denn das andere? Auf der anderen Seite, unten, achso. Das kleine Vieh, das können wir kurz klopfen, da habe ich keinen Stress mehr. Ich helfe dir! Ja, mach ruhig. So, kurz nachladen. Also, was das betrifft, sind die Schusswaffen schon geil. Ah, wie entspannt es gerade war. Einfach getötet. Einfach so. Bam! In your face, homie. Ach, da drüben. Hab ich das gar nicht richtig gesehen. So, das ist Nummer 2. Ja, das ist exakt. Exakt 8 Stück. Kann man nicht irgendwo anders sammeln? Theoretisch, ja, ne? Aber wahrscheinlich ist es exakt so gewollt, dass wir uns an diesen Monstern vorbeischlagen. Oh. Wirkkotz. Apropos, hat den Zuschauer nicht mehr gemeint gehabt? Ich hätte eine andere Waffe, die stärker wäre. Flammenwerfer Typ B. Magie, Sprenggranaten, Einhänder. Ah, dieses Beil kann ich verkaufen auf jeden Fall. Interessante Kulisse. Gespeichert. Oh, kann man alles mehr mitnehmen, sehr schön.
Da läuft doch irgendwas Riesiges gerade. Gott, dieses Gargoyle-Viech. Ha 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 ha!